Yo Freunde, was geht? Eigentlich sollte heute darüber ein Video kommen. Aber es ist richtiges Schmutzwetter. Es regnet schon den ganzen Tag. Und deswegen bleibe ich heute drin. Und teste dieses Ding hier. 6x6 Pickup Highcrawler Offroad. Der hat nur 50 Euro gekostet und ich glaube, von dem kann ich nicht so viel erwarten. Aber ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Deswegen packen wir den mal aus. Was ist das denn für ein Teil? 6 Räder unten, 2 Räder nochmal da oben drauf. Räder in Übergröße. Findet ihr, das sind Räder in Übergröße? Ich würde sagen, nee. Es steht einfach gefühlt auf jeder Verpackung drauf, Räder in Übergröße, als wenn das so ein krasses Kaufargument wäre. Also eigentlich will ich den nicht kaufen, aber der hat Räder in Übergröße. Ja, ich kaufe den. Ist ein Ready-to-Run-Paket. Das bedeutet, Akku und alles ist mit dabei. Ich hole ihn mal raus. Also schön verpackt ist er ja, das kann ich nicht abstreiten. Das Ding erinnert mich ganz stark an dieses Teil. Ich finde, die sehen sich schon zum Verwechseln ähnlich. Hier wurden halt nochmal 2 Räder hinten drauf geklatscht, wie so eine Art Anhänger. Falls ihr euch noch erinnern könnt. Aber bei dem hört sich das echt besser an. Es ist dieselbe Preisklasse. Ich glaube, wir können das ganz gut miteinander vergleichen. 600 mAh Akku war hier dabei und natürlich auch noch das Ladegerät. Stecke ich erstmal aufladen hier, damit ich so schnell wie möglich losdüsen kann. Die Federung bei dem 4WD, die ist irgendwie so hart und alles bewegt sich grob. Bei dem läuft das schon viel geschmeidiger. Also da hat man sich mehr Mühe gegeben. Ich muss auch sagen, so optisch finde ich, sieht der eigentlich schon ziemlich geil aus. Also hier hätte man normalerweise ein paar LED-Scheinwerfer, da noch eine Seilwinde, hier hat man noch einen Tank. Also man hat schon ein bisschen auf Details geachtet. Bei 50 Euro darf man jetzt auch nicht so viel erwarten, aber im Großen und Ganzen finde ich, sieht er schon recht cool aus. Jawohl, Akku ist voll. Let's go! Ich muss sagen, der fährt sich besser als der andere, das auf jeden Fall. Aber man kann hier auch, wie bei dem anderen, nur entweder Vollgas geben oder gar nicht. Beim Einlenken ist es genauso, nur voll einlenken oder gar nicht. Machen wir mal den Büchertest. So. Ein Buch, kein Problem. Zwei Bücher, kein Problem. Drei Bücher, kein Problem. Vier Bücher, ein Problem. Also drei Bücher schafft er. Ich denke, das ist schon ganz in Ordnung. Ich habe mir jetzt hier mal ein bisschen Holz organisiert. Mal schauen, wie gut er da drüber fahren kann. Oh, das war ja eher mehr weggeschoben als drüber gefahren. Wir gehen jetzt runter, bauen uns mal einen kleinen Park auf und dann gucke ich mal, was der so drauf hat. Ich habe hier jetzt so ein Brett hingelegt, also der muss hier hochfahren, dann geht es auf diese Hantelbank runter und dann nochmal hier hoch. Ob das ein normaler Crawler schafft, das testen wir jetzt erstmal mit diesem Kollegen hier. Schaut euch das an, wie schön geschmeidig das funktioniert, ohne Probleme. Das Einzige, was ein Problem sein könnte, ist hier diese Ecke, da muss man dann ein bisschen schneller drüber, sonst bleibt man hier hängen, aber
Da geben wir einfach Gas und fliegen drüber. Jo, so muss das sein. Keine Probleme. Easy. Mal sehen, ob der sich auch hochkämpfen kann. Er schafft's nicht. Das liegt an den Rädern, die sind einfach viel zu hart, überhaupt nicht weich und fühlen sich eher sogar glatt an. Natürlich war auch der Untergrund glatt. Die Hantelbank, die ist nicht so glatt wie das Holzbrett und hier kann er sich dann schon hochkämpfen, wie man sehen kann. Hab das Brett jetzt mal ausgetauscht durch die Styroporplatte hier. Die steht in einem 40-Grad-Winkel. Das ist schon ordentlich steil. Dann geht es hier wieder über die Bank. Nach der Bank über die paar Kartons. Da darf man auch jetzt nicht rechts, links runterfallen. Dadurch, dass ihr immer nur Vollgas gibt, könnte das auch schwierig werden. Aber naja, mal sehen. Ich probiere es aus. Let's go. Jetzt hänge ich da oben nicht gerade so optimal fest. Oh. Nein, es ist ein bisschen zu steil. Jetzt im Vergleich mal der Kleine. Ich habe den jetzt schon da oben drauf gestellt, weil das ist einfach zu hoch für ihn, für seine Größe. Mal schauen, ob er hochkommt und... Schaut euch das an. Einfach ohne Probleme. Das ist geil. Auch da oben. Ah, jetzt hängt er so ein bisschen, aber ich denke mal, mit ein bisschen Speed kann ich da noch drüber kommen. Yo. Ups, jetzt bin ich in das Loch reingefahren, aber da sollte er wieder rauskommen. Das sollte kein Problem sein. Jo. Ich finde, daran sieht man ganz gut den Unterschied zwischen einem 50-Euro-Crawler und beispielsweise einem, der jetzt 150 kostet. Jetzt fahren wir noch mal ganz kurz durch den Schnee. Mal sehen, wie gut das funktioniert. Ich glaube, der Akku ist schon ziemlich leer. 600 mAh für 6 Räder und so ein großes Teil ist schon ein bisschen knapp. Den stelle ich jetzt erstmal in die Badewanne. Kommen wir jetzt noch zum Abschlussfazit. Also wenn man mal mit dem fährt, ist das in Ordnung, aber so langfristig macht der nicht glücklich. Da muss man sich schon was Besseres kaufen, wenn man wirklich etwas mehr fahren will als nur einmal. Wenn das Wetter besser wird, kommt morgen der G500. Also bis morgen, Peace.